Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute möchte ich mal die Frage beantworten, ob man trotz Sommerhitze im Fitnessstudio trainieren sollte. Ja, was es dabei auch einfach zu beachten gibt und was wirklich wichtige Punkte sind. Wenn es so richtig heiß ist wie in den letzten Wochen, wenn man so eine richtige Hitzewelle hat, da überlegt der ein oder andere vielleicht schon, ob es sinnvoll ist, im Fitnessstudio zu trainieren. Ich sage ganz klar ja, weil Muskeltraining nicht zu ersetzen ist. Muskeltraining ist für deinen Körper so etwas wie das tägliche Zähneputzen. Muskeln erhalten deine Gesundheit, stabilisieren deine Gelenke, helfen beim Abnehmen, stützen dein Herz-Kreislauf-System, fördern deine Gesundheit ganz allgemein, stärken das Immunsystem. Und daher macht es Sinn, die Muskeln immer zu trainieren, auch dann, wenn es heiß ist. Natürlich sollte man ein paar Sachen beachten. Wenn so eine richtige Hitzewelle ist, 35, 40 Grad, wie wir es die letzten Wochen tatsächlich teilweise hatten, dann sollte man sich erst ein bisschen akklimatisieren. Das heißt, vielleicht trainierst du nicht bei der allergrößten Mittagshitze, sondern versuchst es etwas auf den Vormittag oder auf den späten Nachmittagabend zu verlegen, wenn dir das zeitlich möglich ist. Wenn du das nicht kannst und du musst einfach dann trainieren, wenn es auch heiß ist, weil du einfach nur da gerade Zeit hast, dann geh es einfach ein bisschen langsam an. Gewöhn dich an die Temperatur, fang nicht sofort mit dem intensiven Training an, lauf nicht sofort mit der vollen Intensität los, wie du es vielleicht sonst machst, sondern mach die ersten Minuten ruhig ein bisschen ruhiger, gewöhn dich an das Klima, gewöhn den Körper wirklich an die Temperatur und gewöhn ihn daran, in dieser Temperatur zu arbeiten. Das geht sehr gut, man kann sich sehr gut daran gewöhnen und auch dieses Training sehr gut ausführen. Vielleicht hast du am letzten Wochenende die Ironman Championships in Frankfurt verfolgt, im Fernsehen oder auch live in Frankfurt selber. Da sieht man ja quasi, dass die Leute in der richtigen Hitzeschlacht auch richtig intensiv Leistungssport betreiben können. Das ist alles eine Frage der Gewohnheit und der Taktik letzten Endes. Ganz wichtig ist natürlich, dass du ausreichend trinkst, ausreichend Flüssigkeit zuführst und zwar nicht nur im Training selber, sondern auch schon am gesamten Tag davor, dass du einfach immer daran denkst, ausreichend zu trinken und immer lieber vielleicht einen kleinen Schluck mehr zu dir nimmst, als du sonst normalerweise tun würdest, denn du verlierst natürlich sehr viel Flüssigkeit bei diesen Temperaturen. Beim Ausdauertraining noch ein bisschen mehr als beim Krafttraining, aber grundsätzlich wirst du auf jeden Fall Flüssigkeit verlieren. Da sind wir schon beim nächsten Punkt. Wenn du Flüssigkeit verlierst, dann verlierst du einfach nicht nur das Wasser, sondern natürlich auch damit sehr viele Mineralien. Das heißt, du verlierst Magnesium, Kalium, Natrium und es ist sehr wichtig, diese Mineralstoffe wieder in den Körper hineinzubringen. Das wirst du nicht schaffen, wenn du einfach nur Wasser trinkst. Da ist einfach viel zu wenig Inhalt drin von diesen Mineralstoffen. Jetzt kannst du im Mineralgetränk trinken, irgendwas Isotonisches, das ist völlig okay. Du kannst auch einfach auf deine Grundernährung ein bisschen achten. Wenn ich beispielsweise an solchen Temperaturen Sport treibe, zum Beispiel bei einem sehr heißen Tag Rennrad fahre, dann packe ich mir in meine Trinkflasche immer ein bisschen Salz mit hinein. Ganz einfaches Kochsalz, das ist ja im Prinzip Natrium, das ist das, was der Körper in dem Moment braucht. Das heißt, du kannst einfach ein bisschen Salz in deine Trinkflasche tun, wenn du das nicht magst. Dann salzt du einfach dein Essen an diesen heißen Tagen ein kleines bisschen mehr, als du es normalerweise tun würdest. Dann achte auf Kalium, das ist auch ein sehr wichtiges Mineral. Das findest du in sehr, sehr vielen Lebensmitteln. Eine Banane beispielsweise hat sehr viel Kalium. Alle Gemüsesorten, alle Kohlsorten haben sehr viel Kalium, aber auch Beerenfrüchte wie beispielsweise Himbeeren oder Johannisbeeren haben sehr, sehr guten Kaliumgehalt. Und die kann man jetzt zu der Jahreszeit ja auch wunderbar essen und sich in Quark oder in Joghurt oder in Müsli mit einarbeiten, es klappt ja hervorragend. Ruhig eine richtig große Handvoll kannst du jeden Tag benutzen. Hülsenfrüchte sind auch sehr, sehr gute Kaliumträger. Sämtliche Formen von Linsen und Bohnen. Außerdem liefern die noch gute Ballaststoffe und sehr gute Proteine, die du auch für dein Training sehr gut brauchen kannst. Ja, und beim Magnesium kann man ein bisschen auf Nüsse zurückgreifen. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin dann schon ein Fan von der Nahrungsergänzung und benutze wirklich Magnesiumpulver, was ich dann in meine Getränkeflasche tue. Einfach, weil ich über die Nahrung nicht so viel Magnesium letzten Endes essen kann, dass es mir ausreichen würde. Aber wenn du diese drei Sachen beachtest, also Natrium über Salz, Kalium über viele, viele Gemüse, Beeren oder auch Hülsenfrüchte und Magnesium, dann wirst du sehr gut Sport treiben können. Du wirst dem Körper die Mineralien, die er über den Schweiß verliert, zurückgeben und du wirst auch sehr wahrscheinlich keine bzw. gar keine Muskelkrämpfe kriegen, weil das sind ja die Punkte. Mineralienverlust sorgt ja letzten Endes für Muskelkrämpfe und wenn du darauf achtest, dann wirst du dort schon mal sehr viel besser dich stellen. Dann ist das Thema natürlich auch Kühlung. Im Fitnessstudio
Fitnessstudio ist das jetzt nicht so ein großes Ding, weil man sich da schon drum kümmern kann. Da kann man ja die Intensität und die Geschwindigkeit, mit der man seine eigenen Übungen durchführt, selber bestimmen. Aber wenn man zum Beispiel draußen trainiert bei dem Wetter, man geht laufen, dann ist es schon die Situation, dass der Körper möglicherweise überhitzen kann. Da würde ich auf jeden Fall die harte Mittagshitze vermeiden, würde versuchen, das in andere Tageszeiten zu leben und nehmt auf jeden Fall was zu trinken mit. Wenn ihr laufen geht, wenn ihr Sport macht, wenn ihr Rad fahrt, draußen, nehmt auf jeden Fall was zu trinken mit. Reichert das an mit ein paar Mineralien. Macht nicht den Fehler, dass ihr sagt, nö, ach, die Stunde schaffe ich auf jeden Fall, das ist gar kein Problem. Das wird sich rächen. Und wenn es nur darin sich bemerkbar macht, dass die Regeneration einfach wesentlich länger dauert und langsamer vonstatten geht und ihr dadurch eine schlechtere Erholungsphase habt und damit im Umkehrschluss auch ein niedriges Trainingsergebnis. Das lohnt sich nicht. Also denkt an Flüssigkeit und arbeitet daran, dass ihr das vernünftig aufdeckt. Und ansonsten kann ich nur ermutigen, natürlich das Training weiterzuführen. Wie schon erwähnt, es ist eine wirklich sehr, sehr gute Sache für die Gesundheit. Eigentlich eine der besten Dinge, die wir selber für unsere Gesundheit tun können, ist regelmäßiges Muskeltraining. Und wenn man mal in andere Länder schaut, ich war jetzt gerade in Spanien auf einer Fortbildung und dort habe ich die Leute gesehen, die Einheimischen, die trainieren natürlich ganz normal. Die gehen joggen, die gehen ins Fitnessstudio, die machen ihre ganz normalen Sachen, weil für die ist es ja immer so warm. Jetzt kannst du sagen, ja klar, die kennen das ja nicht anders, die haben sich ja akklimatisiert. Genau, das haben sie auch, aber wir können das ja auch. Wir gewöhnen uns auch an das warme Wetter und können dann einfach ganz normal unser Training durchführen. Also, nicht aufgeben, schön dranbleiben, fleißig trainieren, dein Körper wird es dir danken. Achte auf den Mineralienhaushalt und viel Spaß bei deinem Training. Bis dann!